Ja, den Blutdruck natürlich behandeln, darum geht es in unserem heutigen Video. Ich bin Matthias von die Praxis Family und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bluthochdruck oder auch Hypertonie genannt, ist eine Erkrankung oder eine Symptomatik, die tatsächlich wahnsinnig weit verbreitet ist. Die große Frage ist, wo kommt es her und kann man es natürlich behandeln, kann man da natürlich mitwirken. Was wichtig ist vorab, ich möchte an dieser Stelle ganz klar darauf hinweisen, dass wenn Blutdruckprobleme herrschen, dass es durchaus in den Bereich gehen kann, wo das Ganze lebensgefährlich wird. Und da ist es absolut wichtig, einen Arzt zu konsultieren und tatsächlich gegebenenfalls auch die Blutdruckmedikamente einzunehmen, bis man die Grundlagenbehandlung so weit im Griff hat, dass man gemeinsam mit dem Arzt versuchen kann, die Blutdruckmedikamente wieder auszuschleichen. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle hier aber auch sagen, es ist durchaus sinnvoll, wenn man viele Jahre lang Blutdruckmedikamente einnimmt, den Arzt immer wieder mal zu fragen, ob das denn noch notwendig ist. Oft wird es verschrieben und es wird aber nicht mehr gestrichen. Das heißt, es gibt Patienten, die teilweise oder Menschen, die teilweise 20, 30 Jahre lang Blutdruckmittel nehmen und gar nicht mehr wissen, ob sie die denn überhaupt noch brauchen. Also das macht schon Sinn, da in eine Kommunikation mit dem Arzt zu treten und immer wieder auch mal zu prüfen, ist es überhaupt noch notwendig oder nicht. Solange man an der Lebensweise nichts geändert hat, ist es wahrscheinlich auch weiterhin notwendig. Denn der Blutdruck und der Bluthochdruck sind zu 80-90% eine Folge von bestimmten Dingen, die wir im Leben tun. Ja, vielleicht noch ein paar Worte zum Blutdruck oder Bluthochdruck. Blutdruck bezeichnet grundsätzlich mal den Druck, der in den Gefäßen, in den Blutgefäßen herrscht. Und zwar einmal den Druck, der herrscht, wenn das Herz so richtig pumpt, und dann den Druck, der herrscht, wenn das Herz nicht pumpt, also der so ganz allgemein in den Blutgefäßen ist. Das ist einmal der erste Wert, der systolische Wert, und der zweite Wert, der diastolische Wert. Der systolische, da wo das Herz so richtig pumpt, der ist höher. Der diastolische Wert, wo das Herz quasi in Ruhe ist, wo man nur den Druck in den Blutgefäßen misst, der ist niedriger. Die Optimalwerte beim Blutdruck bei einem Erwachsenen liegen so zwischen 120 bis 130 im ersten Wert und 80 bis 85 im zweiten Wert. Man geht auch hoch, je nach Alter, bis 140 zu 90. Das sind alles noch Werte, wo man sagen kann, ja, okay, das ist jetzt kein zu hoher Blutdruck. Ab 140 und ab 90 im zweiten Wert fängt das Ganze dann an und wird Bluthochdruck. Und ab 180 zu 100 kommen wir in den kritischen, lebensgefährlichen Bereich. Warum lebensgefährlich? Ein Blutdruck, der zu hoch ist, kann dazu führen, dass entweder sich innerhalb der Blutgefäße Ablagerungen lösen und das Ganze dann ins Gehirn reingeht oder in die Lunge. Das ist dann die Lungenembolie oder der Schlaganfall. Oder es kann dazu führen, dass Blutgefäße platzen oder reißen. Im Gehirn wäre das dann auch wieder der Schlaganfall oder eben in anderen Organbereichen wäre das natürlich eine Katastrophe. Betroffen und belastet sind dann vor allen Dingen die feinen, kleinen Blutgefäße, nicht so sehr die großen, dicken. Beim chronischen Blutdruck, der nicht so hoch ist, der nicht die direkte Lebensgefahr bedeutet, da ist es so, dass es sein kann, dass trotz allem dort langfristig richtig Schäden entstehen. Einmal in den Blutgefäßen, die Blutgefäße selber nehmen Schaden an und aber auch das Herz kriegt Probleme. Denn wenn das Herz permanent mit zu viel Druck pumpen muss, das Herz ist ja ein Muskel. Und ein Muskel, den man viel trainiert, der wird größer. Und die Schwierigkeit beim Herzen ist, wenn es regelmäßig über viele Jahre oder Jahrzehnte immer mit zu viel Kraft pumpen muss, wird es immer größer und größer und größer, dicker und dicker, die Herzwände. Und dann kommt ein Punkt, es gibt einen kritischen Punkt, wo die Gefäße um das Herz herum nicht mehr ausreichen, um diesen ganzen dicken Muskel zu versorgen. Und dann kann es dazu kommen, dass es Versorgungsschwierigkeiten gibt. Und diese Versorgungsschwierigkeiten, die sorgen dann entweder für einen Herzinfarkt oder sorgen dafür, dass bestimmte Bereiche ausleiern und labberig werden. Und im zweiten Fall entsteht dann diese sogenannte Herzinsuffizienz. Das heißt, langfristiger Blutdruck ist nie gut, ist nie gesund, ist auf jeden Fall irgendwas, was uns in irgendeiner Form schadet. Und darum ist es sinnvoll, sich damit zu beschäftigen.
Wer Bluthochdruck hat, weiß das in der Regel. Wer das noch nicht weiß, es macht Sinn, das mal messen zu lassen. Es gibt entweder die Möglichkeit, sich selber ein Messgerät zu besorgen. Nehmt dann aber bitte eins, was am Arm misst und nicht so sehr an dem Handgelenk. Die sind oft fehlerhaft, die Handgelenkmessgeräte. Oder ihr fragt den Arzt oder sogar in der Apotheke kann man Blutdruck messen lassen. Also lasst einfach mal messen und zwar zu unterschiedlichen Zeiten am besten. Nicht nur einmal und dann nie wieder, sondern am besten mal so dreimal am Tag, dass ihr so ungefähr wisst, wo euer Blutdruck steht. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr Symptome habt wie Schwindel, Kopfschmerzen, Rauschgeräusche im Kopf, dann sind das alles Hinweise, die auch auf den Bluthochdruck hinweisen können. Gut, kommen wir aber jetzt zu dem Bluthochdruck an sich. Die Ursachen für Bluthochdruck. Es gibt zwei große Gruppen von Ursachen. Die eine Ursache ist die Fehlsteuerung des ganzen Blutdrucksystems und die zweite Ursache ist, dass die Schläuche, durch die die Flüssigkeit läuft, also die Blutgefäße, in irgendeiner Form ihren Querschnitt verringern, dass die quasi sich zusetzen. Also beides kann für einen Blutdruck, einen Hochdruck sorgen. Das erste, dieses Steuerungssystem, das sind die selteneren Fälle. Das häufigere ist, dass die Blutgefäße sich irgendwie zusammenziehen und zusetzen. Ich möchte trotzdem kurz über das erste sprechen. Das erste ist in der Regel dann ein Problem, wenn wir Schwierigkeiten haben mit der Niere. Also wenn die Nierenarterie zum Beispiel Probleme kriegt oder wenn die Niere selber eine Zyste hat, die auf die Nierenarterie drückt. Denn dort ist ein wichtiges Steuerzentrum für den Blutdruck. Ich möchte hier jetzt nicht zu medizinisch werden, aber wenn dort irgendwas nicht passt, dann steuert die Niere quasi den Blutdruck von alleine nach oben. Gleichzeitig kann es sein, dass der Blutdruck gesteigert wird, weil bestimmte hormonelle Störungen vorliegen, entweder durch die Hypophyse, die das ganze Blutdrucksystem steuert, oder aber auch durch die Niere, auch durch die Leber. Es kann also sein, dass da bestimmte Schwierigkeiten vorliegen. Es macht Sinn, das ärztlich abklären zu lassen und dann muss man da entsprechend vorgehen. Aber reden wir nicht über die 10%, die vielleicht sein können, sondern über die 90%, die Masse betrifft. Und das ist tatsächlich, dass die Blutgefäße sich in irgendeiner Form übers Leben hinweg komisch verhalten. Das kann also sein, die Blutgefäße entweder setzen sich von innen zu, das heißt, die werden enger und enger und enger. Und es ist klar, je enger die werden, umso größer wird dann der Druck in dem Gefäß, weil die Menge an Blut, die zum Beispiel das Gehirn braucht, ist die gleiche. Oder die Menge an Blut, die die Augen brauchen, das ist das gleiche, das ändert sich ja nicht. Das Organ braucht die gleiche Menge Blut. Aber es kann eben sein, dass wenn die Gefäße enger werden im Laufe des Lebens, dass dann einfach der Druck, mit dem das durchgefeuert wird, größer wird, damit am Ende die gleiche Literzahl ankommt in den Organen. Das ist also ein Grund, warum Blutdruck dann steigt. Der zweite Grund kann sein, dass die Blutgefäße einfach zu starr werden, dass die im Laufe des Lebens einfach immer starrer werden, immer steifer werden und sich gar nicht mehr so schön bewegen können. Weil der Blutdruck wird ja gesteuert, letztendlich dann im Blutgefäß. Das Blutgefäß, die Ader, ist nicht einfach nur ein Plastikschlauch, so wie wir das vielleicht vom Gartenschlauch kennen, sondern das ist ja eine Art Muskel. Ein Blutgefäß hat Muskeln und diese Muskeln im Blutgefäß sorgen dafür, dass sich das ganze Blutgefäß zusammenziehen kann oder lockern kann. Und wenn es jetzt steif wird, funktioniert das nicht mehr so gut. Das heißt, die ganzen Steuerungsmechanismen, die der Körper vielleicht versucht, klappen nicht mehr. Das ist das zweite große Thema, was sein kann. Das dritte Thema, was noch sein kann, ist ein chronisches Zusammenziehen der Blutgefäße, weil die Blutgefäße angeleitet werden, sich ständig zusammenzuziehen und das passiert durch Stress. Reden wir kurz von den Ursachen für diese verschiedenen Faktoren. Die Ursache, dass die Blutgefäße steif und starr werden, sind in der Regel Nahrungsmängel, Nährstoffmängel. Bestimmte Mängel, die einfach dazu führen, dass die Blutgefäße nicht mehr so optimal geschmeidig bleiben. Diese Mängel entstehen vor allen Dingen, wenn wir zu wenig an Mineralien essen, an guten Nährstoffen haben. Ja, Nährstoffe wie Magnesium, Kalium, Omega-3-Fettsäuren. All diese Nährstoffe sorgen dafür, dass letztendlich dieser ganze Mechanismus erhalten bleibt. Das ist vor allen Dingen der Fall, wenn wir übersäuern. Diese Nährstoffe kommen in Mangel, wenn der Körper übersäuert. Also das ist ein wichtiger Punkt, basisch zu essen und sich basisch zu ernähren, in Anführungszeichen,
um da einfach alles geschmeidig zu halten. Letztendlich merkt man das ja nicht nur an den Blutgefäßen, sondern auch an der Gesamtmuskulatur des Körpers, an den Skelettmuskeln des Körpers. Also jemand, der chronische Rückenschmerzen hat, Arthritis, Arthrose hat, neigt wahrscheinlich auch zu steifen Blutgefäßen. Und da ist der Zusammenhang oft die Übersäuerung. Der zweite große Punkt ist, dass die Blutgefäße sich von innen zusetzen. Da gibt es unterschiedliche Aussagen, was das alles sein kann. De facto ist es so, Hauptursache, warum Blutgefäße sich zusetzen, warum die Gefäßwände nach innen reinwachsen und dicker werden, Hauptursache sind Phosphate, Phosphor. Phosphor in der Ernährung sorgt dafür, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen. Jetzt haben wir aber in jedem Lebensmittel Phosphor, allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt Phosphatbomben, ja, sowas wie Salami oder Käse, das sind Phosphatbomben. Aber auch Getreide ist auch eine Phosphatbombe. Und es gibt phosphorarme Lebensmittel, das ist so ganz normales Gemüse und Salat und Obst, das ist relativ phosphorarm. Es macht Sinn, da zu schauen, was sind die phosphorhaltigen Lebensmittel, was sind die phosphorarmen und in der Ernährung zu gucken. Die Hauptregel, die hier besteht, ist pflanzliche Ernährung frei von Getreide und ihr seid wahrscheinlich automatisch phosphorarm. Ein kleines bisschen muss man aufpassen noch bei den Hülsenfrüchten und bei den Nüssen. Nüsse und Hülsenfrüchte haben auch viel Phosphor und bei den beiden Ernährungsgruppen gilt oder Nahrungsmittelgruppen gilt, da ist es so, wenn man sie einweicht und ankeimen lässt. Bei den Nüssen einweichen, die Bohnen und Hülsenfrüchte ankeimen lassen und dann erst verarbeiten. Das sorgt dafür, dass das Phosphor in den Pflanzen verschwindet oder geringer wird. Das gleiche gilt für Getreide. Wenn man Brot essen möchte, Weizen sollte man auf jeden Fall aus der Ernährung rausschmeißen. Das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht alle erläutern will. Aber wenn man Dinkel und Roggen weiter essen möchte, dann sollte man schauen, dass das entweder Sauerteigbrot ist, weil dann geht der Phosphor in dem Getreide auch verloren, oder dass es eben auch gekeimt ist. Bei den Haferflocken zum Beispiel macht es viel Sinn, gekeimte Haferflocken zu essen und nicht die normalen Haferflocken, wegen dem Phosphorgehalt. Wir müssen da schauen, Phosphor ist ein Mengenmineral. Das heißt, das ist etwas, was wir massenhaft aufnehmen, was wir auch im Körper brauchen. Denn es reguliert unseren Säure-Basen-Haushalt. Es ist auch wichtig für die Energiegewinnung, für die ATP-Produktion, aber eben nicht zu viel. Und es ist der Gegenspieler zu Magnesium und Kalium und Calcium. Diese drei anderen Mineralien sind so unsere basischen Mineralien. Und das Phosphor ist eben das, was Säure ist, was übersäuert. Wenn wir also bei den Menschen von Übersäuerung sprechen, sprechen wir eigentlich davon, dass er zu viel Phosphor in seinem Gewebe hat. Und das muss weniger werden. Wenn wir jetzt von der klassischen Ernährungsweise ausgehen, entweder es gibt noch die Menschen, die wirklich nur alles aus Tüten essen und aus dem Tiefkühlregal und irgendwie nichts frisch machen, die sind natürlich massiv phosphorbelastet, weil es wird einfach den ganzen Lebensmitteln zugesetzt. Das zweite sind dann die Menschen, die halt noch sehr viel Fleisch und tierische Produkte essen, Milchprodukte, Käse und so weiter. Das ist auch alles wahnsinnig phosphathaltig und hat eben genau auch diese Probleme. Das heißt, diese Gruppen sollten auf jeden Fall, wenn Bluthochdruck herrscht, mal in der Ernährung gucken und da diese großen Sachen einfach wegregeln. Die beste Art der Ernährung ist rein pflanzenbasiert und dann eben möglichst phosphorarm. Das sorgt dafür, dass das Endothel nicht zuwächst. Das zweite, was sein kann, ist eine zu fettreiche Ernährung. Also wenn man zu viel tierische Fette zu sich nimmt, die sind nicht gut. Da sind wir wieder bei der pflanzenbasierten Ernährung. Also das ist quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber es gibt noch eine dritte Fliege, die wir da schlagen können. Es ist nämlich so, dass es Studien gibt, die zeigen, dass wenn wir Fleisch essen, nach einer gewissen Zeit, so circa eine Stunde nach dem Fleischverzehr, ziehen sich die Blutgefäße um circa 40% zusammen. Und das Ganze hält ungefähr 6 Stunden an. Wenn also jemand jetzt früh Wurstbrot isst, mittags irgendwie Fleisch und abends die Wurstplatte, dann ist es so, dass er permanent den ganzen Tag hinweg eigentlich dem Körper einen Grund liefert, die Blutgefäße zusammenzuziehen. Das macht natürlich chronischen Bluthochdruck. Und da ist eben so, wenn man die Ernährung anpasst und umstellt, dass dann irgendwann die Blutgefäße auch wieder mitmachen und sich öffnen. Es braucht ein bisschen, aber es funktioniert. Okay, dann haben wir den weiteren Grund, das war der Stress. Warum der Stress? Weil der Stress den Sympathikus anregt und der Sympathikus sorgt dafür, dass die Blutgefäße enger werden. Die Blutgefäße sollen dann vorbereitet werden, dass wir möglichst schnell, möglichst viel Blut überall hinbekommen, damit wir vor dem Säbelzahntiger weglaufen können. Der Säbelzahntiger, von dem wir weglaufen wollen, allerdings heißt heute
entweder unser Beruf, unser Job, Abgabetermine, zu viel Termine mit der Familie, mit den Kindern vielleicht. Aber der heißt auch Elektrosmog, ja, die ganzen elektromagnetischen Einflüsse, die eigene WLAN-Anlage zu Hause, das Handy, das Schnurlostelefon, das sind alles Einflüsse, die unser ganzes System ständig sympathikoton halten. Da gibt es bestimmte andere Dinge, die noch eine Rolle spielen. Wir haben dazu ein Video gemacht, wo es um den Vagusnerv geht. Da kann man nochmal ganz gezielt schauen, wie kann man da einwirken, dass dieser Faktor rausgenommen wird aus dem System. Ja, das heißt, da liegen auch die Lösungen, oder? Die erste Lösung liegt, wie schon angesprochen, in der Form der Ernährung. Und das ist der wichtigste Punkt. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn ausgeschlossen ist, dass es einer von diesen anderen medizinischen Gründen ist, die ich am Anfang genannt habe, dann kommt als allerwichtigster, riesengroßer Elefant Ernährung. Und die, wenn angepasst ist, wenn die in Ordnung ist, dann kommen die ganzen anderen feinen Justierungsmöglichkeiten, die wir da noch haben. Eine Möglichkeit, die wir haben, um den Blutdruck zu verbessern, ist, dass wir helfen, dass das ganze Steuersystem unterstützt wird, zum Beispiel durch Knoblauch oder durch Brennnessel oder durch Brokkoli, durch Spinat, durch Kartoffeln. Also das sind Lebensmittel, die haben so ein Enzym, das entspricht einem sogenannten ACE-Hämmer. Das heißt, es sorgt dafür, dass die Blutgefäße letztendlich sich nicht so stark zusammenziehen. Eine weitere Möglichkeit ist Sohle. Wenn man Sohle zuführt, ja, also eine Salzsohle selber ansetzt und das zuführt, das hat eine großartige Wirkung auf den Blutdruck. Es hat echt die Fähigkeit, Blutdruck in 15 Minuten einigermaßen zu senken. Dann gibt es solche Sachen wie Olivenblattextrakt, was sehr gut ist. Hibiskustee ist sehr gut. Also damit kann man schöne Sachen erreichen. Da gibt es gute Studien zu auch. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Magnesium zuzuführen. Immer eine gute Idee, gerade wenn wir älter werden. Also ab dem Alter 50, 55 sind wir sowieso meistens in einem chronischen Magnesiummangel. Und dann macht es Sinn, Magnesium zuzuführen. Und das, was noch ganz, ganz entscheidend ist, ist, dass ihr vielleicht Kalium anreichert. Und Kalium aber bitte nicht als Tablette nehmen, das ist oft zu stark, sondern einfach die kaliumhaltigen Lebensmittel ein bisschen erhöhen. Kaliumhaltige Lebensmittel erhöhen bedeutet mehr grünes Blattgemüse, Bohnen, Süßkartoffeln, das erhöht alles Kalium. Ja, das sind einige der wirksamsten Mittel, die wir zur Verfügung haben. Es gibt unzählige andere Ideen und Tropfen und Sachen, die man noch machen kann, um Blutdruck zu senken. Das muss auch nicht falsch sein. Und das sind jetzt die Dinge, mit denen wir so die stärkste Erfahrung haben, die beste Erfahrung haben. Ich sage aber nicht, dass es nicht auch es wert ist, andere Sachen zu probieren. Wo ich allerdings nicht mit mir reden lasse, ist der Einfluss der Ernährung, ja, das, was wir vorhin beschrieben haben. Das ist elementar, das ist die wichtigste Grundlage, um den Blutdruck in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, ihr könnt diese Dinge umsetzen, habt Spaß dabei, werdet gesund und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr auch unsere neuesten Informationen bekommt. Und ja, wir sind auch bei Instagram unterwegs, wir sind bei Facebook unterwegs, also da könnt ihr auch mal hinschauen. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine gute Zeit und liebe Grüße, Matthias.